Einen schönen guten Morgen. Der e-tron ist voll aufgeladen und startklar. Über Nacht konnte er laden und da stellt sich mir die Frage, was passiert, wenn alle Gäste auf einmal mit einem Elektroauto laden möchten? Genau diese Frage und weitere stelle ich Florian Degneri, VDE, FNN und Christian Bott von Netze BW. Herr Bott, angenommen alle Hotelgäste würden gleichzeitig laden, schafft das unser Stromnetz? Und was würde passieren, wenn alle Menschen in Deutschland ein Elektroauto besitzen würden? Da kann ich beruhigen, der Strom reicht für alle, auch wenn Millionen von Elektrofahrzeugen auf deutschen Straßen unterwegs sind. Spannend wird es allerdings, wie der Strom zu den Fahrzeugen kommt. Daher müssen sich alle, die mit dem Stromnetz zu tun haben, heute schon auf einige Veränderungen vorbereiten. Wir haben in Deutschland ein zuverlässiges Netz zu moderaten Preisen und das wollen und müssen wir auch beibehalten. Deswegen ist es wichtig, dass wir vorausschauend die Netze weiterentwickeln, so dass die Elektromobilität flächendeckend für jeden, ob in der Stadt oder auf dem Land, auch funktioniert. Herr Degneri, vorausschauend weiterentwickeln oder das Netz fit machen für die Elektromobilität. Was genau ist damit gemeint und was machen Sie beim FNN dafür? Vorausschauend weiterentwickeln bedeutet erstmal, das Energiesystem vorausschauend auf das vorzubereiten, was in der Zukunft kommt. Und genau das machen wir beim VDE FNN. Wir machen gemeinsam, gestalten wir mit Herstellern, mit Netzbetreibern, mit Zertifizierern, mit der Wissenschaft die Regeln für die zukünftige Mobilität, die neue Mobilität. Und das muss natürlich so vorausschauend gemacht werden, dass später teure Korrekturen vermieden werden. Und zum Fitmachen gehört natürlich auf der anderen Seite auch die Steuerbarkeit zum Beispiel von Ladevorgängen. Insbesondere um die erneuerbaren Energien sinnvoll zu nutzen, fährt sich dann natürlich auch entsprechend grüner. Andererseits ist es natürlich auch notwendig, falls es Engpässe im Stromnetz gibt, die dann durch Steuerbarkeit entsprechend zu beeinflussen. Zum Beispiel, wenn viele Elektroautos gleichzeitig laden. Was macht die Elektromobilität mit unserem Stromnetz? Sie verändert es, genauso wie die Energiewende es bisher getan hat. Viele Herausforderungen kommen darauf uns zu. Wichtig ist es einfach hierbei, dass wir Flexibilität ins System bekommen. Und das ist ja ein sehr, sehr großer Punkt, woran wir auch insbesondere arbeiten. Ja, genau das testen wir, gar nicht weit weg von hier in der Nähe von Stuttgart, in dem Reallabor der Netze BW, der E-Mobility Allee. Hier haben wir den Bewohnern Elektrofahrzeuge und die zugehörige Ladeinfrastruktur zum Laden daheim zur Verfügung gestellt. Da testen wir gemeinsam mit unseren Kunden, wie die Elektromobilität das Netz zukünftig belastet und wie zukünftig Lösungen aussehen können, um netzdienlich Elektrofahrzeuge laden zu können. Herr Bott, netzfreundliches Laden, bedeutet das zum Beispiel, dass nicht alle gleichzeitig laden, sondern zu unterschiedlichen Zeiten? Ja, genau, so könnte ungefähr ein Konzept aussehen. Wenn wir natürlich viele Fahrzeuge in Deutschland haben, muss das Ganze koordiniert und automatisiert werden. Dafür brauchen wir ein intelligentes Lademanagement. Das steuert dann die einzelnen Ladevorgänge genau so, dass das Stromnetz optimal ausgenutzt wird. Und wichtig dabei, ohne dass der Nutzer in seiner Mobilität eingeschränkt wird. Genau das und noch viel mehr haben wir übrigens in unserem Online-Magazin backbone.vde.com nochmal möglichst einfach, auch für den Endverbraucher, aufgeschrieben. Haben wir Reportagen, Checklisten und so weiter und so fort. Lohnt sich also auch mal da vorbeizugucken. Ja, herzlichen Dank für den spannenden Einblick zum Thema Stromnetze. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg begeben zur Wave Trophy und zur nächsten Station fahren. Ja, sehr gerne. Viel Spaß noch bei der Wave Trophy. Dankeschön. Gute Fahrt. Danke. Tschüss.